In Berlin feierte der erste Teil der letzten Breaking Dawn-Saga bis zum Ende der Nacht Premiere. Wir waren für dich vor Ort und haben deutsche Schauspieler und die Synchronsprecher von Bella, Edward und Jacob am roten Teppich zur Twilight-Saga befragt. Auf was freust du dich am meisten? Einfach auf die Fortsetzung. Ich bin sehr gespannt. Man hat ja in der Öffentlichkeit schon ein bisschen was mitbekommen mit der Hochzeit und jetzt mit der Schwangerschaft und dem Kind. Ich werde mich, glaube ich, das weiß ich jetzt schon sehr, über das Ende ärgern, weil man weiß, dieser letzte Teil ist gesplittet in zwei Filme. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube auf alles. Ich finde die Atmosphäre hier klasse. Es macht total viel Spaß und ich würde mich natürlich freuen, die Schauspieler auch mal sehen zu können. Unsere User, die wissen ja, wie eure Stimmen klingen, weil ihr die Synchronsprecher der Twilight Star seid. Tut mir einen Gefallen und stellt euch mal vor, wie halt immer, und sagt, wen ihr spricht. Sprecht. Mein Name ist Johannes Raspe und ich bin die Stimme von Edward. Ich bin Anina Braunmüller und ich bin die deutsche Stimme von Bella. Ich heiße Max Felder und spreche Jacob Black. Habt ihr gerade irgendeine Szene im Kopf, die ihr wiedergeben könnt? Ein Satz, damit man genau weiß, ah, die Stimme kenne ich. 17. Wie alt bist du? Edward, ich bin einfach heißer als du. Habt ihr die Hauptdarsteller persönlich schon mal kennengelernt bei den letzten Premieren oder ist es jetzt... Vielleicht heute. Das ist die erste Premiere, die es von den Twilight-Filmen gibt, zumindest in Deutschland und mit den Stars. Also. Das heißt, auf wen oder was freut ihr euch heute am meisten? Auf eine Heizung? Ich würde dir gerne meinen Schal geben, aber mir ist ja auch so kalt. Nein, natürlich nicht auf die Heizung. Natürlich nicht auf die Heizung. Auf den Film. Sie kann sich ja leider nicht auf Kristen Stewart freuen. Ich freue mich auf Robert Pattinson. Vielleicht gehe ich ja mit ihm ein Bier trinken nachher. Ich freue mich auf Taylor Lautner, auf den Film, auf die Wärme und auf den Drink danach. Aber es ist fest, wir können euch, weil es ja Teil 2 geben wird vom vierten Teil, wir werden euch weiterhin hören. Es wird keine Veränderung geben, wir können uns freuen. Ja. Robert, you're so good looking today. Who got that dress for you? What's that? Who got that dress for you today? I don't know. You like it? Yeah, I mean, I'm gonna get changed. I hate wearing suits. I feel like a penguin. So what are you telling your girlfriend today from this evening? That it was great. It was great, yeah, it was great. She loves Berlin, so like I'm sure she's disappointed she's not here. Yeah. When you were young, did you read books about vampires or werewolves? To be honest, no. I wasn't a huge supernatural fan, but it is fair to say that this has changed that opinion of mine. You're so good looking today. Who got your dress? Me? Oh, Armani. Okay. By your own? By your own or a manager? By my own, yes. Okay. What was the first thing you did after shooting of Breaking Dawn this movie? I mean, we spent a lot of time together. I mean, even when we're filming, we're just really close friends by this point. So, you know, we have dinner all the time and just quality time. Some words to your fans who are not here today? Yeah, I mean, just thank you so much for everything. We wouldn't be here if it wasn't for your support. And enjoy Breaking Dawn. You'll be the groomsmen if Kristen and Robert are getting married. Oh, please, stop it.